feinste Details und Farbnuancen präzise zu erkennen, ist für die Herstellung von hochwertigem Zahnersatz unerlässlich. Mein Name ist Sascha Hein. Ich bin leidenschaftlicher Zahntechnikermeister und Farbwissenschaftler. Sascha, wieso spielt das Thema Licht und die richtige Beleuchtung des Arbeitsplatzes so eine wichtige Rolle, speziell in der Zahntechnik? Eine optimale Beleuchtung im Dentallabor ist entscheidend für die Präzision und für die Qualität der zahntechnischen Arbeit. Eine gute Beleuchtung reduziert die Augenbelastung und verbessert somit die Arbeitsbedingungen und die Effizienz des Labors. Mittels innovativen Optiksystemen wird das Licht so moduliert, dass das Licht genau da ankommt, wo es benötigt wird und die Augen nicht geblendet und irritiert werden. Welche Merkmale können mir als Zahntechniker helfen, eine schlechte oder unzureichende Beleuchtung meines Arbeitsplatzes zu erkennen? Wenn Sie nach längerer Arbeit unter Ihrer aktuellen Beleuchtung häufig müde Augen, Kopfschmerzen oder Sehprobleme erleiden, dann ist dies häufig ein Zeichen für eine schlechte Beleuchtung. Was macht für dich ein gutes Licht aus? Beziehungsweise welche Eigenschaften charakterisieren ein gutes Licht für zahntechnische Arbeiten? Das Licht sollte ausreichend hell sein, um feine Details und Strukturen deutlich sichtbar zu machen, aber ohne dabei die Augen zu blenden. Bei vielen Arbeitsplatzleuchten ist es häufig so, dass das Licht zu konzentriert ist, anstatt eine gleichmäßige hohe Ausleuchtung der Arbeitsfläche zu gewährleisten. Einer der Schwerpunkte deiner wissenschaftlichen Arbeit ist das Thema Farbe. Inwieweit kann eine gute Arbeitsbeleuchtung zu perfekten Ergebnissen beitragen? Ein Licht mit hoher Farbwiedergabe ist essentiell, um die Farben genauso zu sehen, wie sie sind. Und die Qualität des Tageslichts dient uns hier als Vorbild. Eine unzureichende Lichtquelle hat immer eine Farbverzerrung zur Folge. Je nach Tageszeit, Art der Arbeit und persönlichen Ansprüchen muss die Kombination aus Helligkeit und Farbtemperatur individuell anpassbar sein. Bisher ging es um die Themen blendungsarmes Licht, gleichmäßige und helle Ausleuchtung und Farbechtheit. Gibt es noch eine weitere Eigenschaft, die ein gutes Licht ausmacht? Die Oberfläche und Textur von natürlichen Zähnen gehört zu ihren wichtigsten charakteristischen Merkmalen. Um diese erkennen und imitieren zu können, ist ein bestimmtes Verhältnis von diffusem zu gerichtetem Licht notwendig. Die speziell für den zahntechnischen Bedarf entwickelten Optiken modulieren das Licht auf eine neuartige Art und Weise, sodass ein optimales Verhältnis zwischen weichem und gerichtetem Licht vorherrscht. So werden auch die feinsten Strukturen sichtbar. Unser großes Ziel war es, all diese Kriterien in der Light One-Leuchte umzusetzen.